und es war die Experience meines Lebens. Mir Hilfe suchen muss. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch mal wieder ein bisschen durch die nächsten Tage mit. Zum einen, um euch mitzunehmen, zum anderen aber auch, um mir so ein bisschen Komfort zu geben. Wir fangen ganz vorne an. Ich habe meine Tage, dementsprechend bin ich sehr emotional. Ich habe unfassbare Unterleibsschmerzen, also wirklich ganz schlimm. Einfach weil mein Körper, ich hatte Probleme mit meiner Menstruation und dadurch ist es sehr unregelmäßig und es ist sehr schmerzhaft. Ich bin auch ein bisschen erkältet und ja, das wirkt sich auf jeden Fall auf den Körper aus. Kurz zur Erklärung, wo ich eigentlich bin. Ich bin gerade in München. Ich bin heute hierher geflogen, weil ich mit Coke auf dem Superblumenfestival bin. Hier war ich auch schon letztes Jahr. Ich glaube, ich habe letztes Jahr hier nicht gevloggt. Aber dieses Jahr nehme ich euch mal ein bisschen mit. Ich möchte mich nämlich auch challengen und mehr vloggen, wenn ich unterwegs bin. Das ist der erste Punkt. Mein Körper ist gerade nicht auf der Höhe. Meine mentale Gesundheit, ja, war auch schon mal besser, wenn wir es einfach mal so sagen. Und ich habe mir ein bisschen bewusst gemacht, dass das so nicht weitergehen kann, dass ich was daran ändern muss und dass ich mir Hilfe suchen muss. Einfach weil ich damit alleine nicht genug klarkomme und ich irgendwie im letzten Jahr, also ich habe low-key meine Psychologin geghostet und habe einfach mich nicht mehr gemeldet, nachdem ich nach Stockholm gezogen bin. Papa hat sich heute bei ihr gemeldet und dann hat sie mir gleich geschrieben und wir haben uns ausgetauscht. Jetzt haben wir erstmal ein paar wilde Tage vor uns. Es ist immer ein bisschen Arbeit eigentlich eher, weil ich will euch gar nicht so viel zulabern. Ihr kriegt genug nachher noch zu sehen. Aber es ist, solche Trips sind immer total cool und man erlebt immer total viel. Aber es ist auch Arbeit. Also ich kann es ja sagen, es ist am Ende, ich experience jetzt zum Beispiel so ein Festival wie auch letztes Jahr nicht so, wie wenn ich jetzt mit meinen Freunden auf ein Festival gehen würde. Weil ich auch eingebucht wurde sozusagen. Aber ich freue mich da total drauf. Ich liebe Coke. Ich liebe Cola Zero. Deswegen, ja, habe ich da sehr Lust drauf. Die Artists sind cool und ich nehme euch einfach die nächsten Tage ein bisschen mit. Leute, es war so ein krasser Tag. Ich habe gerade noch mein Video fertig geschnitten für morgen. Das muss ich jetzt noch hochladen, das Thumbnail bearbeiten und die Beschreibung fertig machen, damit es morgen pünktlich online geht. Das Festival ist krass. Wir waren ja schon letztes Jahr da, deswegen kannten wir uns jetzt ein bisschen besser aus. Wir wussten ein bisschen besser, wo wir hingehen und wo wir nicht hingehen. Ich muss da so gesehen da auch arbeiten. Heißt, es war auch, es ist eine andere Experience, aber es ist eine trotzdem total coole Experience. Und ich, also Crow war crazy crass. Ich muss, glaube ich, mehr Deutsches hören. Ich kann irgendwie so schwer deutsche Musik hören, keine Ahnung. Dann haben wir Tokyo Hotel morgens gesehen. Tokyo Hotel kann ich auch nicht so viele Lieder, aber war cool. Dann haben wir Sam Smith gesehen. Haben Paulina und ich, also Paulina ist von meinem Management. Mit der war ich da und wir haben beide Sam Smith schon gesehen, aber es war trotzdem crazy, weil der macht eine crazy Show und sie ist nicht mehr ganz jugendfrei. Und wir haben uns so kurz gefragt, so, oh mein Gott, die armen Kinder im Publikum, die sind dann noch total verstört, weil die Loki strippen auf der Bühne. Aber es ist wild, es ist todeswild. Und dann haben wir noch Chainsmokers gesehen, das war das letzte. Chainsmokers war mega cool, weil die echt coole Lieder haben und ja, einfach echt Banger haben, die so, ja, einfach Lieder haben, die
voll alt sind und die voll irgendwie so nostalgisch sind. Es war aber krass. Techno? Also so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die harten Techno-Leute ist es vielleicht gar kein Techno gewesen oder Techno ist was anderes. Aber es war halt wirklich so. Pss, pss, pss. Die Leute sind so abgegangen bei Chainsmokers. Das ist so krass. Aber ja, jetzt bin ich müde. Ich brauche jetzt vielleicht noch so eine Stunde oder so. Und dann gehe ich schlafen und das ist morgen Tag 2. Mir tut das ganz gut, gerade mich ein bisschen abzulenken, ein bisschen rauszukommen, viel Zeit, nicht so viel Zeit alleine zu verbringen. Alleine Zeit ist immer nicht gut, deswegen versuche ich gerade irgendwie, wenn ich alleine bin, meine Zeit mit Dingen, die ich machen muss, zu erledigen. Also es ist gerade bei so Trips immer so manchmal ein bisschen schwierig, so mit dem Posten und alles hinterherzukommen, weil man halt den ganzen Tag unterwegs ist. Ich bin eine schlechte Influencerin und besitze keine Powerbank, heißt, ich hatte ab 18 Uhr irgendwie noch 20% oder so. Ja, sollte ich mir vielleicht mal zulegen. Wir haben es Mittwoch und ich muss euch mal ganz kurz updaten. Was ist alles in den letzten Tagen passiert? Ich war am Sonntag noch am Festival. Dann ging es zurück nach Köln und ich musste mich ganz kurz mal akklimatisieren und desozialisieren. Lotti, du, ich gehe. Also, meine Liebe, schaff's gut. Ciao, ciao. Hallo Mama, ich melde mich jetzt mal kurz. Ja. Also ich, ja, weiß ich nicht, ich vergesse, was ich sagen wollte. Und dann, ihr seht es jetzt vielleicht nicht genau, ihr habt es aber vielleicht schon auf Instagram gesehen, war ich beim Friseur und es war die Experience meines Lebens. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Tag. Wir haben es Dienstag in Köln. Ich bin gut angekommen. Ich habe mich ein bisschen ausgeruht, bisschen desozialisiert. Und jetzt geht's weiter. Ich habe nämlich jetzt einen ganz spontanen Friseurtermin. Dafür muss ich aber wieder nach Düsseldorf fahren. Dafür muss ich gleich Bahn fahren. Das stresst mich ein bisschen, weil ich bin nicht die beste Bahnfahrerin alleine. Aber ja, da filme ich nur mit meinem Handy, weil ich habe vergessen, euch aufzuladen. Paulina kommt mit aus meinem Management, heißt, ich muss auch nicht alleine gehen. We said we'd be always you and me for better or worse, bound together. We dance. Dann war gestern Abend noch Dinner. Das war aber nur so 2 Stunden, aber es war mega lecker. Es ist oben im Hotel gewesen. Ich liebe das, wenn das Dinner direkt im Hotel ist, weil dann kann ich direkt danach ins Bett gehen und muss nicht noch irgendwo hinfahren. Und jetzt mache ich mich ready. Habe meinen Koffer schon so halb wieder fertig gepackt, weil ich fliege nachher wieder zurück nach Stockholm. Ich war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage dann unterwegs. Und das reicht dann auch, weil ich nächste Woche schon wieder los muss. Aber wir haben heute noch Event mit Essence zusammen. Es geht um die neuen Juicy Bomb Lipglosse und Lipbalsam und alles. Und ja, wir haben es jetzt gerade 9 Uhr irgendwas. Ich mache mich gerade ready. Und dann geht's noch auf ein Event. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich mal wieder ein paar Tage zu Hause bin, obwohl zu Hause eigentlich auch ganz coole Sachen anstehen. Ich habe Freitag gleich was Cooles vor, morgen eigentlich auch. Am Wochenende will ich mal gucken, dass ich mal wieder E-Mail sehe. Aber ja, ich freue mich ein bisschen auf Routine wieder. Ein paar Tage. Ich hoffe, dass ich gut wieder reinkomme. Aber jetzt packe ich erstmal gleich meine Sachen zusammen und dann gehen wir aufs nächste Event.
summer was round the corner, forever young. Guten Morgen, Leute. Ich bin zurück in Stockholm. Wir haben es morgens 8 Uhr und wisst ihr, was gestern passiert ist? Hier ist eigentlich dieses Bücherregal und es ist runtergebrochen. Ich meine, gutes Zeichen, weil das sagt, ich habe eindeutig zu viele Bücher, aber schlechtes Zeichen, weil es ist nicht meine Wohnung. Ja, wie ist Donnerstag? Und ich nehme euch einfach ein bisschen mit, weil ich habe viel zu tun. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. So, Leute, ich bin zurück von Leni. Wir haben 3-4 ganz coole Bilder gemacht. Ich habe noch 3 Videos gedreht, also 3 Reels. 1 für mich, 2 für Koops. Alles fertig, alles freigegeben. Super, lieben wir, wenn es schnell geht. Jetzt habe ich aber schon wieder hier hinten neue Pakete abgeholt. Und die packe ich jetzt aus und dann bringe ich Altpapier weg. Und dann setze ich mich hin und bearbeite das restliche Zeug. Yeah! Really? You don't take me seriously? My parents? My clients? You want your clients to respect... Hi, Leute. So, wir haben es den nächsten Tag. Wir haben es kurz vor 10, kurz nach 9. Und ich gehe jetzt zum Kaya Cosmetics Office. Die haben mich eingeladen, dass man wieder vorbeigucken darf. Und gehe ein bisschen Make-up aufstauben. Oh. Leute, ich bin zurück zu Hause, schon ein bisschen länger. Wir haben es mittlerweile 13 Uhr. Ich habe gerade ganz viel Content aufgenommen für mich und jetzt muss ich noch eine Kooperation abdrehen. Falls ihr mal wissen wollt, wie das Koffer auspacken läuft. Super gut! Ich räume es gleich aus. Ich muss jetzt erstmal was fertig drehen und das bearbeiten. Das Kai Office war sehr cool. Ich liebe die Produkte. Ich habe euch auf TikTok auch einen ganzen Haul gepostet, auf Instagram auch, aber der ist weg nach 24 Stunden. Ja, und dann mache ich aber heute, also dieses Wochenende ist ein bisschen Slow-Wochenende, kein Feiern gehen, bisschen wieder reinkommen in die Routine. Ich treffe mich morgen mit wem, der zu Besuch in Stockholm ist. Sonntag wird auch super cool, Sonntag ist ein Special-Tag, Sonntag ist Anniversary, aber das seht ihr leider dann nicht mehr in diesem Vlog. Aber ja, jetzt filme ich erstmal ein bisschen was und dann machen wir, glaube ich, heute Abend Müsquell auf dem Sofa, essen, Fernsehen gucken, vielleicht ein bisschen stricken. Und ja, das ist der Plan. More of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Done! Guten Morgen.
Wir haben es Samstag, 9.30 Uhr. Ich war gestern sehr lange wach. Ich habe gestern mal so wirklich alles runter, also angefangen. Ich bin absolut nicht fertig. So alles runtergeschrieben, was mich einfach beschäftigt. Um irgendwie auch so ein bisschen meinen Kopf freizukriegen. Und bin jetzt auf Seite 8. Ich glaube, ich komme noch auf bestimmt 100 Seiten. Ich treffe mich jetzt mit wem, den ich über Instagram kennengelernt habe. Die macht auch Instagram und die ist zu Besuch hier. Und wir gehen zusammen frühstücken. Leute, ich habe eine neue Obsession. Das hier ist Zahnpasta. Marvis Cinnamon Mint Toothpaste. I don't fucking know what it is, but it's fucking amazing. Sorry für mein fucking. Ich hatte den most wholesome Morgen überhaupt. Also wir haben es mittlerweile 3 Uhr. Wir waren den ganzen Morgen Kaffee trinken und haben ganz viel gesprochen. Und dann haben eine Freundin von ihr dabei. Und wir waren dann noch ein bisschen auf Jürgården draußen und noch in einem anderen Café. Da habe ich aber nicht so viel gefilmt. Aber an dieser Stelle würde ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich will euch nochmal hier an der Stelle sagen, es ist nicht alles perfekt. Auch mein Leben ist nicht perfekt. Ich habe viele Ups und Downs und es ist okay so. Und falls ihr das auch habt, dann ist es auch okay. Aber ja, für jetzt verabschiede ich mich für diese Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bye, bye!